Ehrenring dürfen wir noch vergeben. Viele werden ihn kennen. Ich darf bitten, dass Sie aufstehen. Der Herr Magister Helmut Masser. Vielen ist er bekannt. Er ist immer durch den Ort gedüst. Er ist einer der ersten Grünen in Liebach und hat versucht, seine grünen Ideen, seine grünen Themen hier in Liebach zu verankern und weiterzutragen. Dafür sagen wir Danke. Nämlich zu einer Zeit, wo es ja nicht so leicht war. Gell? Es ist ja heute wird über grüne Themen eher diskutiert, damals ist halt ein bisschen gelacht worden. Aber wie man weiß, es hat sich bezahlt gemacht. Herr Masser, Dankeschön. Ich möchte auch sagen, er ist ein Vorbild für mich gewesen. Das war, das muss 2002 gewesen sein. Da hat er mich angesteckt. Er hat so nett mit den Menschen gesprochen, dass mir das Herz aufgegangen ist. Und dann habe ich mir gedacht, ja, da habe ich mir gedacht, das ist so schön, wenn ich, also wenn man da nachfolgen darf, das ist eine Ehre und danke, Herr Mutzer. Danke und Gratulation. Ein Lehrer, der nicht redet, das ist unmöglich. So, ich möchte mich beim Bürgermeister, bei der Eva Maria und bei den anderen Fraktionen herzlich bedanken für diese Ehre. Danke. Aber wenn ich einmal reden darf, oder das Recht bin, möchte ich auch zurückgehen und sagen, die Arbeit eines Gemeinderats und überhaupt jedes politisch Tätigen ist ohne Mithilfe und Mitwirken vieler Menschen sehr schwer, wenn nicht unmöglich. Daher möchte ich meinen alten Kolleginnen und Kollegen vom damaligen Gemeinderat herzlich danken über alle politischen Differenzen, und die haben wir wirklich genug gehabt. Und sachliche Fehlen. Nie, nie haben sie am persönlichen Rat oder ein offenes Gespräch privat verneint. Sie waren dafür immer offen und ich möchte dafür recht herzlich Dank sagen. Und mit großer Freude. Mit großer Freude möchte ich allen Bediensteten der Gemeinde, im Gemeindeamt und vor allem draußen, wo es kalt ist, am Wirtschaftshof, danken für Unterstützung, Freundlichkeit und Mitwirken. Vieles wäre mir nicht gelungen ohne deren Rat. Und jedes Mal, wenn ich jemanden begegne, wir lachen uns an und ich möchte sagen, ein Pflichtlachen, was vom Herzen kommt, steht Ihnen immer von mir zu. Das wollte ich sagen. So, wir kommen zum ersten Tagesordnungspunkt und ich bitte gleich am Anfang quasi zu entschuldigen, dass ich nicht alle, ich habe gesehen, es sind sehr viele Vereinsobleute und andere ehrenamtlich Tätige aus der Gemeinde da, dass ich jetzt am Anfang nicht alle persönlich begrüßt habe. Wir sind natürlich alle herzlich willkommen, die noch zusätzlich Funktionen in unserer Gemeinde übernehmen.
So, mir hat das nette Bauamt eine ganze Liste vorbereitet und die anderen Mitarbeiter der Marktgemeinde. Es ist heute eine Bürgerversammlung, die ist sehr quasi projektlastig, die ist sehr bauamtslastig, aber ich möchte mich jetzt gleich, was der Herr Magister Masser angesprochen hat, ihm anschließen und allen Abteilungen im Gemeindeamt mich auch bedanken. Es sind einige Mitarbeiter heute hier. Es ist ein enormer Aufwand gewesen in den letzten eineinhalb Jahren fürs Bauamt, aber es ist generell, wie er es richtig gesagt hat, rund um die Uhr für Wirtschaftshof und für alle anderen Bediensteten eine hervorragende Leistung. Wenn nicht alle so an einem Strang ziehen würden, gemeinsam mit dem ganzen Gemeinderat, dann wäre vieles nicht möglich, was man von außen teilweise gar nicht sieht, obwohl es im Moment ein bisschen ausschaut wie bei den Maulwürfen, sage ich immer im Ortsgebiet, wenn man durchfährt. Aber um da hinzukommen, werde ich jetzt trotzdem aufstehen, damit ich selber darum mitschauen kann. Und wir kommen zu den umgesetzten Vorhaben im Jahr 2018. Und wir beginnen mit dem Industriegebiet West. Für alle, die jetzt sich nicht auskennen, von der Örtlichkeit, die Lager von Lannach sind bekannt, das ist die Kainach. Und da vorne befindet sich die Bundesstraße Richtung Lannach und auf der anderen Seite da oben ungefähr das Kino. Das ist jetzt eine Luftbildaufnahme, die zeigt, dass wir dort unten einen Hochwasserschutz gemacht haben. Das ist die Vorbereitung gewesen, damit wir dort unten wertvolles Industriegebiet, wie es auch die überörtliche Raumplanung von Landesseite vorsieht, schaffen können, um wieder einen finanziellen Spielraum zu schaffen, der andere Projekte, die für die Bevölkerung wichtig sind, in Lebach möglich zu machen. Sowas nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, sowas bindet Ressourcen, indem Mitarbeiter und politische Funktionäre zum Landesverwaltungsgerichtshof müssen beim Vergabeverfahren dem einen oder anderen was einfällt. Das heißt, wenn es einmal fertig ist, ist man richtig froh, dass es fertig ist. Obwohl es noch immer nicht ganz fertig ist, weil kurioserweise fehlt noch immer ein umweltrechtlicher Bescheid, obwohl wir alles eingehalten haben. Aber das sind Kleinigkeiten, die Funktionsfähigkeit ist gegeben und wir dürfen auf jeden Fall dort unten weitermachen. Und wenn die Bürokratie so hinten nachliegt, dass sie uns nicht behindert, dann stört sie uns auch nicht. Das Ganze sollte nämlich, also es ist sich da unten, sind sich die Umweltschützer noch nicht einig, ist der Fisch oder die Schlange wichtiger. Für uns sind beide wichtig und wir nehmen auf alle Rücksicht. Dazu werde ich aber dann beim Sportzentrum noch ein paar Sachen sagen. Und auch zum Industriegebiet, wie es bebaut wird, kommt noch ein besseres Foto. Dann das Rückhaltebecken Liebachbach-Lusenbach. Das ist das Megaprojekt, das der Günther Seite der Gemeinde ist, versucht hat, auch von Amts, von Mitarbeiterseite her umzusetzen. Ich glaube, jeder, der einmal eine politische Funktion in diesem Ort hatte, ist mit diesem Projekt befasst gewesen. Und ich bin wirklich froh, dass es unter meinem Vorgänger gestartet, jetzt endlich fertig gemacht wurde. Man sieht bei dieser Luftaufnahme, die erst diese Woche entstanden ist, ich glaube, recht eindrucksvoll, das ist die Hitzendorfer Straße, wie groß und welches Ausmaß dieses über eines halben Kilometer langen Damms mit teilweise Höhen bis zu 300 Meter hat. Und viele haben mich da gefragt, warum ist der auf der Seite höher und warum ist der auf der anderen Seite, bei der Bachfeldgasse, höher. Das dient dazu, dass man da im inneren Bereich eine Überströmschachtel, also wie eine Schießscharte, so wie es man gemerkt hat, bei einer alten Burg. Das heißt, wenn es noch einmal mehr als ein 1300-jähriges Ereignis mit einer Flutwelle ist, dann kann da gezielt das Wasser drüber laufen und der Damm bricht nicht weg, weil wir das schon ein paar Leute gefragt haben. Aber dieses Ereignis, wie gesagt, sollte dieses Rückhaltebecken jemals voll werden, muss ich nicht glauben, also ich glaube es wirklich nicht, dann werde ich mit dem Möbelhaus Assel Rücksprache halten, die Wette bin ich eingegangen, dann fahre ich dort unten die Bevölkerung mit der Gondel, die da drin steht, einmal hin und her. Also da können Sie sich dann an mich wenden wegen einer Gondelfahrt. Also wie gesagt, dieser Hochwasserschutz, um wieder ernst zu werden, für den Großteil der Liebacher Bevölkerung ist, glaube ich, ein Meilenstein. Es macht natürlich viele andere Projekte in weiterer Folge möglich im Wohnbau, aber es ist vor allem eine Sicherung der Bestandsgebäude, die jetzt wirklich einem Starkregenereignis, einem Ereignis am Liebachbach-Lusenbach im Oberlauf, wie wir es schon gehabt haben, von Hitzendorf, von wo auch immer, Volzberger geht darunter,
sind wir beschützt und die Häuser sind von der Seite abgesichert. Und weil wir auf jeder Seite genug Wasser haben, wie jeder von uns weiß, gibt es ein weiteres Rückhaltebecken, das jetzt umgesetzt wird, das Rückhaltebecken Kohlgraben. Es sind dort alle Verhandlungen geführt und es wird jetzt noch heuer mit dem Bau begonnen bzw. über den Winter fertiggestellt und dient dann auch wieder zum Schutz, wenn man sich auf der Landkarte jetzt quasi vorstellt, ohne richtig zu navigieren, ist es links vom großen Rückhaltebecken das nächste Gebiet von Liebach, also Richtung Volzberg entlang der Bundesstraße, was damit beschützt wird und auch wieder alle unterliegenden Häuser, die dadurch einen Schutz erfahren, aber auch auf der anderen Seite der Bundesstraße, wo natürlich das Wasser weniger wird, das hinüberwindet. Jetzt komme ich wieder zurück zum ersten Bild vom Rückhaltebecken im Industriegebiet. Dieses Rückhaltebecken hat natürlich einen Sinn zu erfüllen, das bauen wir nicht, weil dort unten etwas beschützt werden soll, das es noch nicht gibt, sondern dort soll was entstehen, wie wir vorher gesagt haben. Und man sieht, die alte Flächenwidmung, wo nur ein kleiner Teil Industriegebiet auf dieser Seite war und auf dieser Seite fast schon der ganze Teil, der jetzt durch den fertiggestellten Hochwasserschutz, man sieht es auf dieser Seite schön, alles was jetzt violett geworden ist und da bis zum Rand vom Ortsgebiet zusätzliches Industriegebiet ist. Hier ist hier sehen wir es schon einen Schritt weiter wie bei der großen Revision, weil es eben wichtig war für einige Firmen sich anzusiedeln und in diesem Bereich hier unten ist auch schon der Bebauungsplan fertig und dort wird im Frühjahr sich der erste auf jeden Fall und mit ein bisschen Glück noch zwei weitere Betriebe ansiedeln, die dazu dienen, dass wir eben, wie vorher schon gesagt, etwas mehr finanzielle Freiheit erlangen. Im oberen Bereich, wie es eh schon in einigen Medien gestanden ist und wofür ich auch sehr dankbar bin, siedelt sich die Firma Hofer an. Da sind allerdings die Planungen, wie dieses Lager ausschauen wird, noch im Laufen. Warum aber jetzt zum Beispiel die Firma Hofer, werden viele fragen. Es liegt daran, dass wir ja, wie alle wissen, die schon mal zu Stoßzeiten nach Lanach gefahren sind, dort auch schon nicht wenig Verkehr haben. Ist aber allerdings, muss man ehrlicherweise sagen, eine Landesaufgabe, dieses Problem zu lösen bei einer Bundesstraße. Und die Firma Hofer hat aber einen azyklischen Verkehr zum Pendlerverkehr, dadurch, dass du dir LKWs ab und an fahren, beziehungsweise die Mitarbeiter entgegengesetzt zu dem, wie die Mitarbeiter nach Graz fahren, die dort arbeiten, anreisen und bei uns sind. Das war einer der Gründe, der zweite der Gründe war, dass wir die massive Unterstützung in der Realisierung dieses doch teuren Rückhaltebeckens und auch der Ankäufe der dafür notwendigen Grundstücke uns zugekommen ist von seitens der Firma Hofer. Deswegen bin ich wirklich froh, dass wir sie gewinnen konnten und dieses Projekt wird in den nächsten 1 bis 2 Jahren da unten realisiert werden. Genauso wie es Planungen auf der anderen Seite hier herüber gibt von Projekten, die in Gesprächen auch in den nächsten Jahren realisiert werden sollen. Die Voraussetzungen sind jetzt auf jeden Fall gegeben und sollten die finanzielle Sicherheit der Gemeinde sicherstellen. Auch zum Thema Jugendzentrum. Das Jugendzentrum ist auch, da können sich jetzt auch einige erinnern, gewandert von einem Ort zum anderen. Das gab es schon mal da, das gab es schon mal dort. Damit wir in Zukunft weiter wandern können, ist es jetzt quasi in einem Waggon, weil den Waggon, den können wir immer dort hinstellen, wo er gerade hinpasst, weil jedes Mal, wenn wir glauben, jetzt haben wir den endgültigen Standort gefunden, taucht eine Idee auf, wo er vielleicht doch wieder besser hinpasst. Deswegen, er beginnt jetzt einmal seine Funktion aufzunehmen, unten neben dem Wirtschaftshof, sollte dann, wenn der neue Park-and-Ride-Parkplatz fertig ist, auf den neuen Park-and-Ride-Parkplatz unterhalb des Bahnhofs siedeln. Und was dann noch weiter passiert, traue ich euch heute noch nicht zu sagen, das werden wir sehen. Auf jeden Fall braucht man nicht irgendwas aus- und wieder einrahmen, sondern wir können es auf jeden Fall mit einem Kran dorthin heben, wo er hingeht. So, im Kindergarten haben wir im letzten Jahr, dadurch, dass wir wachsen, auch einen Umbau vorgenommen und eine zusätzliche Gruppe erreichen können, wobei dahingehend ich auch schon Ausblick geben kann für die nächsten Jahre, da wir uns alle im Zuge der Vorbereitungen ausgesprochen haben dafür, dass wir noch 2 weitere Standorte für Kindergärten in Liebach planen. Das heißt, die eine Idee ist, dass unten im Nahe-Bereich des künftigen Industriegebietes beziehungsweise, sag jetzt einmal, irgendwo im Bereich des Lutzes quasi für die
Spatenhofer Bevölkerung gemischt ein Angebot zu machen, ist der Plan mit Betriebskindergärten. Das heißt, wir haben da unten einen massiven Zuwachs an Bediensteten künftig, die nicht nur jetzt aus der Marktgemeinde, ich glaube, da muss man ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen, und wir haben in der kleinen Region mit den anderen Bürgermeistern gesprochen. Es sind dort unten Firmen, die in Dobel sich ansiedeln, in Lannach, aber vor allem Liebach kommt jetzt dazu, und wenn wir die Firmen dazu begeistern können, auch dieses gemeinsame Angebot in Form eines Betriebskindergartens zu nutzen, dann wird es für die Gemeinde günstiger. Natürlich wollen wir den hohen Standard, den wir gewohnt sind von unserem Kindergarten und unserer Kindergartenleiterin Waltraud Hösele, aufrechterhalten. Das heißt, das wird einer der Bedingungen sein, die wir stellen. Und werden dort aber ein, glaube ich, zukunftsträchtiges Modell finden, weil es halt immer schwieriger wird, dass man das Kind daheim im Kindergarten gibt und dann zum Arbeitsplatz fährt, wenn man Sport hat.